Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Ja, ich versuche immer noch verzweifelt meinen Acker hier wieder herzurichten. Und ja, das alles, was der Jimmy da hier angepflanzt versucht hat zu machen oder was egal was. Keine Ahnung, ich denke mir, der hat Unkraut gesät hier, weil was anderes wächst hier nicht. Ich weiß nicht, was er geschafft hat, auf jeden Fall ist das alles Müll. Aber wie immer, wenn irgendjemand bei mir was arbeitet, dann ist das Müll. Ganz einfach. Einfach Müll. Alles klar, Stefan. Ich wollte eigentlich mein Feld dreschen heute, aber irgendwie wird das nix. Die Sämaschine ist bestellt oder gekauft. Nein, gekauft noch nicht, aber bestellt ist auf jeden Fall. Und dieser Platz da, keine Ahnung, wo der hingehört, der scheint ja wirklich ein Talentschuppen zu sein. Das ist der erste Tag, wo ich den sehe. Und schon zweimal fast, ja, nee, nicht fast, der hat ja schon zwei Unfälle hinter sich. Wie eine Katze mit 7 Legen oder so. Aber wer weiß. Man müsste das ja auch dann die Düngestufe wird dann nicht, weil es ja kein Dünger. Egal. Echt? Macht 20, okay. Ja gut, bei dem Wetter, wenn bei euch so war wie bei uns, riecht schön am Pissen den ganzen Tag, ist alles schön nass, da kann das passieren. Das Feld hier neben ist bestimmt dann noch den Schusters. Ah, ich hatte schon wieder das gräuliche Gefährt. Den Case. Das schreckliche Ding. 14er Gruber, Servus! Bist du der Gruber vom Gruberhof? Der Grubergeist. Das könnte ja klappen, dass ich das jetzt noch störungsfrei hinkriege hier. Und so doof, dass ich jetzt keine Sämaschine habe.
Sehr schlecht ist das. Na gut, die Gewichte habt ihr ja drauf, damit er das festfahrt, ne? Eventuell ja. Wenn es nichts mit TF zu tun hat, ja. Weil ich denke mal, da steht genug im bei Instagram drüber und ich denke mal, die Stasi hört eh zu und ja, das ich denke mal, das langt. Aber ansonsten kannst du auch gerne mal im TS vorbeikommen, dann können wir da quatschen, ist gar kein Problem. So, der ist fertig. Siehst du hier, der steht schon. Soll ich hier mitfahren schnell? Ja, hallo? Ich bin's nochmal, Schuster. Ach Gott, oh Gott. Ey, Müller, du musst sofort auf deinen Hof kommen, ehrlich. Ich bin doch schon unterwegs. Ey, hier. Das stinkt hier. Ja, warum seid ihr denn überhaupt auf meinem Hof? Das verstehe ich nicht. Ja, wie sind ihr hergefahren? Warum denn? Was sollt ihr auf meinem Hof versuchen? Ich hab. Sag mal, versteht ihr das nicht? Haus, nein, Hof, wir sind, Grundstücksverbot. Wir sind hinten bei Feld 26 hergefahren und dann haben wir diesen riesen Haufen gesehen. Ja, dann ist doch egal. Vielleicht hat ihr auch ein Dinosaurier mir auf den Hof geschissen. Ja, aber das sind aber Drogen hier. Alter, was soll ich mit Drogen? Ist mir doch egal. Ja, ich weiß ja nicht, du, dein komischer Knabe, der letztes Mal hier was reindrücken das wollte. Das ist nicht dein... mein komischer Knabe, das ist der Vetter oder was das ist vom Polizist. Ja, dann musst du den gleich mal anrufen. Muss ich mal aus seiner Sauna rausholen. Wo ist denn der große Haufen? Ich komm in das Haus, bin unterwegs. Das sind Drogen. Haha, das ist krass. Wunderbar. Ach du lieber Himmel. Ich glaub's ja nicht. Also ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich würde sagen, das ist Gras oder Häckselgut oder sowas. Nee, ich hab den Hugo schon gefragt. Das ist kein Gras. Dann ist es also, gut. Du hast mich gefragt, also ich habe keine Ahnung davon, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, ich weiß nicht, ob so also, krass aussieht. Wenn irgendjemand so einen Haufen Drogen hier hinkippt, dann bin ich der König von Europa oder so ähnlich. Also das ist schon mal ganz sicher. Also ich bin ja nicht Langlandwirt, aber ich werde eher auf Gras oder auf Hexegut tippen. Ja, Schuster. Ja, ich glaube nicht. Also wenn das hier Drogen sind, ein Riesenhaufen Drogen. Ich sage, da bin ich der König von Europa. Platz? Alexander? Ja? Aber das ist kein Gras, ne? Das ist doch irgendwas anderes hier. Es riecht schon komisch, also. Ach so, bei der OP. Die OP ist eigentlich ganz gut gelaufen, nur der hat nicht eingerechnet, dass ich schon über 40 war, dass ein bisschen Verschleiß da drin war und dass meine Knochenfeste nicht gelangt hat, für die Verschraubung und so zu machen. Das ist das Einzige. Also, was ihr. Also, das hier ist, da holt doch einfach ein Wagen. Seid ihr alle bekloppt oder was? Das riecht doch schon so komisch. Ja, ihr riecht auch komisch. Ihr müsst mal die Hosen wechseln. Warte mal. Ey, Herr Müller, das bleibt alles so liegen. Warum? Ja. Ja, Polizei ist. Wir haben die Polizei schon informiert. Ja, dann, ich zeige euch mal gerade, dass das. Also, wenn es kein Gras ist, dann kann ich es nicht aufladen, ne? Ey. Das riecht schon die so machen komisch. Gar nichts hier, Herr Müller. Herr Müller! Ja, dann ruft den Polizisten doch an! Der ist ja unterwegs. Ja. Wenn ihr dem erzählt, dass das da ein Haufen Drogen sind, der lacht euch durch aus. Wer hat denn so viel Geld für so viel Drogen, denn ich mal? Tja. Oder Hugo? Ja, ich weiß nicht, was der Mitarbeiter da gemacht hat, der Jimmy. Also schon ganz schön viel. Also der Jimmy, der hat auch schon mal gar kein Geld, ne? Und trotzdem riecht das. Ja, ich sag ja, ihr riecht auch. Ihr müsst euch die Schuhe mal zulassen, dann seht ihr mal, dass das... Ey, das ist doch hier Beweismittel. Ja, ich probiere ihn aus. Zerstörung, ey, lass uns ja alles, aber gut, meine Herren, ich würde euch erstmal ganz kurz wieder verlassen, weil ich habe auch noch Geschäfte zu erledigen. Also ich kann es aufladen, ich würde sagen, das ist Gras. Müller. Das...
Ja. Wenn es wirklich krass ist, dann nehme ich die Hälfte ab. Ja, genau. Wenn der Reitmann jetzt kommt und das sind Drogen, da soll er seinen Jimmy anrufen. Da sind wir gut im Geschäft heute. Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein paar Millionäre. Was ist das denn hier? Was stinkt das denn hier so? Das sind die Schuster, die haben ihre Schuhe auf. Mann, was ist denn hier los hier? Ihr habt den jetzt angerufen, die Reitmeier, oder was? Ja. Ja. Na, dann sind wir gespannt. Mann, das Zeug, das stinkt hier. Was, Oki? Ich will ja nichts sagen hier, ne? Sie haben einen schönen Zaun. Was hab ich? Müller. Sie haben einen schönen Zaun. Ja, sicher. Ja, wie ein Knast, ja, ne? Da steht mein Drescher drauf. Was? Ja, da steht mein Drescher drauf, hören Sie mir nicht zu. Wo? Ja, auf den Zaun. Auf welchem Zaun? Ja, da hinten. Wo? Ja, da draußen, jetzt komm doch mal mit, Mensch. Ja, wo denn? Ja, komm mit. Ja, komm, geh vor. Da ist dir mein Drescher. Guck mal, da steht dein Drescher, ja. Das hat hier so gestunken, da hab ich die Gleichgewicht verloren, ja. Was ist denn das? Eieieiei, ja, das passt ja gut. Können Sie mir mal helfen hier, oder was? Ja, ich muss ja gerade warten, bis die Polizei da ist. Ja, was gibt's denn da zu lachen hier? Ja, die Schuster glauben doch tatsächlich, dass der Haufen Gras da bei mir auf dem Hof, dass das Drogen wären. Also wenn das Drogen sind, Herr Fuchs, dann ja, sind wir... Ja, dann stinkt das schon so ein bisschen komisch hier. Nein, jetzt, da sind wir Millionäre. Ich will mein Wetter darunter haben, ich muss arbeiten. Da sind wir Millionäre. Ja, das stinkt hier komisch. Moment, ich warte mal, bis der Dings da ist. Wo ist er denn? Was ist denn der Reitmeier? Ach, der Schuster, der ist ja auch hier. Bei so einem riesen Drogenfund, dann müsst ihr doch, der muss doch am Platz sein. Hör mal, Schuster, ich hab mal eine Frage. Bleiben Sie doch mal stehen hier vor mir, hier. Jo, hier. Ja, Sie haben doch eine BGA gekauft, oder? Wir sind damit drinne. Ja, und dann stehen Sie hier rum wie ein Stück Brot, oder was? Müssen Sie nicht arbeiten? Ich versuche mal, ob ich den Reitmeier erreiche. Moment, ja, aber das wäre sehr schön, wenn Sie den erreichen können. Ich frage mal, was er von so einem riesen Drogenfund hält. Oh Gott, ja, nicht nur die Drogen, so. Ich muss meinen Drescher haben. Der lacht sich doch kaputt. Reitmeier? Ja, Herr Reitmeier, wir haben einen ganz, ganz, ganz großen Drogenfund gehabt. Also hier ist bestimmt 2 Ladewagen voll Drogen liegen auf meinem Hof, meint der Schuster. Aber ich habe es gerade probiert mit dem Ladewagen aufzuheben und ich würde sagen, es ist eher Gras. Aber er meint, es wären Drogen. Es würde doch ganz komisch riechen. Aber ich würde sagen, es ist ganz normal frisch gemähtes Gras. Ja, fragen Sie doch den Fuchs, dass das nicht nach Gras stinkt, nach Gras riecht. Er will doch. Wer ist denn da? Der Lautsprecher. Der Schuster, der klappt wirklich. Das ist ein Haufen. Moment, ich sag mal gerade, also der ist bestimmt 3 Meter breit und 6-7 Meter lang und 2 Meter hoch. Das wär ein Drogen. Jetzt wollte ich mal fragen, kann ich den dann behalten, wenn das Drogen sind? Weil dann kaufe ich ganz, ganz hinter Kaifek auf. Da bin ich Millionär von Europa, wenn das hier alles Drogen sind. Also der Verdacht besteht ja, dass das jetzt Hanf ist. Wir nehmen mal so an, ne? Also, das wäre aber schön ein Haufen hier, ja. Ja, das macht ja nichts. Ist Hanf illegal? Ja, weiß ich nicht. Aber es ist kein Hanf. Ich kann es mit dem Ladewagen aufladen. Kann ich das jetzt behalten? Weil es liegt ja bei mir im Hof. Was ist denn jetzt hier? Ich muss meinen Drescher haben. Ja gut, dann Herr Reitmeier, dann lade ich es auf, gibt es ja keinen... Pass mal auf, lade es auf, leg es in ein Eck hinein. Ich bin gerade unterwegs, ich bin nämlich bei einem Fotoshooting. Und okay, Herr Reitmeier, alles klar. Ja, jetzt legst du doch mal auf, ich muss meinen Drescher haben, ja, ich muss arbeiten. Aber welcher Schwachkopf lässt so viel Cannabis oder Gras dort liegen, also... Also ich würde eher sagen, es ist Gras, aber nicht das Gras, was jetzt der Schuster meint. Es ist ganz normales Gras, was der Schuster vielleicht in seine Biere nachgekippt hat. Ja, Hanf ist ja nicht verboten. Man kann es ja anbauen. Ne? Also, ja, es ist leider aber kein Hanf. Wenn die Substanzen nicht gegeben sind, passiert ja nichts. Ne? Es gibt ja auch Hanfpullover. Ja, Hanf, aber Müller, du willst bestimmt hier Drogen arbeiten. Hier. Hallo, halt doch mal die Schnauze, ich bin noch am Telefonieren. Herr Reitmeier, das kann kein... Ich würde ja sagen, wenn es Hanf wäre, wäre ich auch froh, da würde ich mal Tee draus machen. Aber es ist leider nur ganz normales Gras. Kannst du es mit dem Ladewagen einsammeln? Ja, klar. Ne, dann passt's, dann geht's schon. Es ist Gras, es ist leider nur Gras, sonst will ich mal Tee drauf machen. Jetzt nur, jetzt nur noch die Frage. Jetzt gib doch mal das Handy. Halt mal die Schnauze, Fuchs. Sag mal, hallo, halt mal die Schnauze jetzt, Herr Reitmeier. Kann ich das jetzt behalten? Es ist doch bei mir auf dem Hof. Kann ich das jetzt behalten, ja, ne? Ja, leg's mal ein, ja. Alles klar, vielen Dank, mehr wollte ich nicht wissen. Jo, tschüss. Herr Müller, die müssen mir helfen. Das Fundmittel kann ich behalten. Herr Müller? Ja.
Was denn? Ja. Hören Sie mir mal zu. Ja, lassen Sie mich doch mal die Scheiße hier wegmachen. Ich wäre schon längst fertig, ja, wenn dauert, Sie mich mal nicht dauernd ausreden lassen würden. Drescher, ich muss arbeiten. Ja, dann nimm deinen Schlepper und heben raus. Was weiß ich, was ich da mache. Oder geh doch bei den. Da geht doch bei den, wenn Hugo, der ist doch Abschlepper, nicht ich? Ja, aber ich möchte, dass Sie mir jetzt helfen. Der Hugo darf das nicht erfahren. Ja, ich auch nicht. Ja, wer helft mir denn damit? So? Ja, der Hugo ist hier ein Abschlepper, nicht ich. Also, ich bin doch jetzt hier der Rettungswart. Mann, Sie sind aber auch. Alter, Alter schmeiß doch die Eier nicht hier durch die Gegend, du Vollidiot. Mann, die Hühner kommen, das ist das nächste, was wegkommt hier, die Scheiße. Aber es geht in Ordnung, Herr Schuster. Ich darf das behalten, hat der Reitmeier gemeint. Vielen Dank. Ja, rauchen Sie erstmal eine, ne? Ich sag ja, also so geht die BGA nie voll. So, und dann darf ich Sie nochmal an Ihr Hof- und Haus- und Hofverbot erinnern, ne? Tschüss. So, ein Haufen Schwachköpfe, also ehrlich. Du lieber Scholli, was ist das hier denn für ein Müll? So, verpiss dich jetzt, du Drutan. Mann. Ich fahre dir die Hacke kaputt. So. Und schön einlagern. Hoffentlich kriege ich noch alles rein hier. Ich kriege ja mehr Gras, wie ich dies überhaupt erwartet habe. Ist ja herrlich. Ist ja herrlich. Also wenn es so weitergeht, habe ich den Verlust von meiner Wiese, die sie kaputt gefahren haben, habe ich sie wieder drin. Also so kann es weitergehen. Ich das gewusst, dann hätte ich mir gar nicht so viel Kühe verkaufen müssen. Wunderbar. So. Nochmal aufladen und dann haben wir es doch bald. Gott sei Dank habe ich hier richtig einen Ladewagen für sowas. Ist doch perfekt. Denn hier am Keuchen wie so eine alte Dampfmaschine. Du lieber Gott, ey. Das ist ja grauenhaft. Absolut grauenhaft. So. Jetzt legen wir mal die Scheiße hier wieder weg. Die Hühner machen eigentlich nur Ärger. Ne? Die Scheiße kommen weg. So. Pop mit dem Dreck. Oh je. Wieder über die Zeit. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und bis dann. Haut rein. Tschüss.